Los geht's mit dem Bakery-Simulator, ihr ollen Schrippen. Heute gucken wir uns das Ding mal an. Es kommt am 23.05. frisch raus. Ja, kann das was? Schauen wir mal rein. Also der Account ist angelegt, rein ins Tutorial und ab geht es in die kleine Bakery, in die kleine Bäckerei. Wir sehen, wir haben 2 Dollar in der Hand, kann also losgehen. So startet man sein Business. Willkommen in deiner Bäckerei. Dein größter Traum ist wahr geworden. Du hast deine eigene Bäckerei eröffnet und bist bereit, die Stadt mit frischem Gebäck zu überfluten. Absolut richtig. Das ist jedoch erst der Anfang. Es liegt viel harte Arbeit vor dir. Bau dir einen Ruf auf, sammel Erfahrung und werde erfolgreich in der Welt des Backens. Backen ist so geil. Du bist für vieles verantwortlich, aber keine Sorge, du schaffst das. Immerhin ist es das, wovon du geträumt hast. Das je streichen wir einfach mal. Die erste Bestellung wartet auf dich. Auf geht's. Also legen wir los. Und da kommt schon die erste Bestellung rein. Sehr gut. Wow, wow, wow. Ach krass, Alter. Ich dachte, wir kleben jetzt hier an Bord. Nee, nee. Wir hängen hier schon direkt komplett in der Bakery drin. Ja, geil. Mega. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Also, geht zum zur Bestelltafel. Hier sind wir. Und da können wir reinklicken. Ab geht es. Ach, was. Ach, das ist hier quasi jetzt der Auftraggeber. Das ist die 5 Minuten Bakery. Die hätte gern die Brötchen. Hier haben wir das eben nochmal drin erklärt. Ja, das ist doch nice. Auf der rechten Seite findest du eine Karte mit dem markierten Geschäft. Genau, da ist es. Standort der Bestellung, bla bla bla. Welchen Teil der Stadt die Lieferung machen. Wir müssen ausliefern? Das ist wild. Okay, dann nehmen wir die Bestellung jetzt entgegen. Die klebt jetzt hier am Brett. Und dann haben wir hier auch schon alles, was wir benötigen dafür. Also, wir haben hier tatsächlich ein richtiges Rezeptbuch mit allen Schritten, die wir erledigen müssen. Stück für Stück alles aufgelistet. Backzeit, Temperatur natürlich. Wie lange müssen wir das Ganze kneten, die Zutaten. Und wir können hier dann auch noch die Anzahl sozusagen auch noch einstellen. Wie viel Brötchen sozusagen in dem Fall wollen wir denn dann herstellen? Das ist richtig krass. Okay, ich habe mal ein bisschen Tutorial einfach übersprungen, Butter ausprobiert, alles in den Mülleimer geschmissen, Sachen nachgekauft. Das haben wir jetzt einfach übersprungen. Jetzt geht es hoffentlich weiter. Schütte die Zutaten in die Schüssel. Und wir können jetzt hier, ich hocke gerade davor, den Messlöffel quasi einstellen mit Q. Und genau, man sieht, der wird immer größer und kleiner. Also ich nehme mal so eine 100-Gramm-Schüffel hier. Und dann schaufeln wir das mal hier in unseren Body rein. Zack. Was haben wir jetzt hier drin? 150 Gramm Mehl. Wie viel brauchen wir denn? Oh, wir brauchen 150. Reicht doch. Hat dann die genau richtige Menge genommen. Dann brauchen wir natürlich... Wir nehmen erstmal die trockenen Zutaten. Ne? Wir nehmen Hefe. Dann nehmen wir 6 Gramm. Aber präzise, Alter. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Zucker. Wo ist der Zucker? Hier oben. Zucker brauchen wir 3 Gramm. Zack, 1, 2, 3. Check. Das ist schon mal geil, Alter. Dann brauchen wir noch einen kleinen Schuss Milch, Alten. 60 Milliliter. Reingeplätschert. Und dann brauchen wir noch einen großen Schuss Wasser, genauso. 60 Wasser, Ehre. Sehr gut, ey. Gute Arbeit, jetzt kannst du alle Zutaten mischen. Mach ich. Kommt das hier in den Mischer rein oder was? Ist das hier der Mischer? Um die Backofentür zu öffnen, drücke die... Nein, wir müssen auch erstmal mischen. Okay, es ist alles drin. Oh, jetzt das Rezept. Warte mal, wo ist das Rezept? Ach, da unten steht's. Rührzeit 20, was müssen wir denn machen? Okay, das ist geil. 20 bis 35 Sekunden. Schön durchmixen, Alter. Gut gemixt ist halb gebacken. Danach ist er wahrscheinlich übermixt. Ne? Wir machen mal auf 30. Stopp. Einen noch für den Geschmack. Aus. So. Okay, das Ding ist fertig.
Und jetzt müssen wir formen. Kriegen wir das hier wieder raus? Nehmen. Kann ich das Ding nicht einfach abstellen? Ah. Nehmen. Was sagt er jetzt? Haushaltsmixer. Turbo-Modus. Ermöglicht. Bla bla bla. Kostet 100. Und auf einmal habe ich wieder 100 Geld hier rumliegen. Ja, ja, dann kaufen. Aber hör auf zu mixen, Alten. Nein. Er mixt immer weiter. Hör doch auf zu mixen. Nee, wie kann ich aufhören? Ja, hallo? Nein, warum mixt er denn weiter? Hier tut sich doch gar nichts. Alter. 100% zu lange gemischt. Verdorben alles. Ist es wirklich verdorben oder können wir daraus noch einen Teig machen? Probieren wir mal. Zack, da ist der Teig. Weg mit der Schüssel. So. Und jetzt wird hier erstmal schön genudelt geholzt. Wir wollen Brötchen. So. Schön bisschen, bam. Cutten alles. Jawohl, kleine Portionchen. Kleine Portionchen machen. Oh, was machen wir jetzt hier? Teig formen? Nee, nee. Das ist ja High IQ, ey. Okay, hier ist das Blech. Das heißt, wir nehmen jetzt die Brötchen. Zack, zack, zack. Nee, einzeln. Ablegen, 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 ablegen. Ob ich vielleicht nochmal eine andere Ladung irgendwie nochmal extra machen sollte? Weil die sind ja jetzt offensichtlich schlecht. Komm, ich backe nochmal schnell drei. Oder? Wir machen das erstmal zu Ende. Ofen! So. So, jetzt müssen wir aber genau aufpassen. Sie backen und man sieht es auch schön einzeln. Das heißt also, wir können höchstwahrscheinlich tatsächlich unterschiedliche Backwaren aufs Blech ballern. Mit unterschiedlichen Garzeiten. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Also, in der Zwischenzeit, was haben wir hier? 25 Sekunden Backzeit bis maximal 40. Wir brauchen gleich bestimmt hier den Schuber. Öffnen. Warte, war schon richtig? Ja, öffnen. Können wir das einfach... Klar, wir nehmen das einfach mit der Hand. Überhaupt kein Problem. So. Verdorben. Lieferkiste für den Kunden. Da ist sie. Geil. Nun zum letzten Schritt. Es ist Zeit, die Brötchen für die Lieferung vorzubereiten. Jawohl. Ab geht es. Da sind sie nun. Denk daran, dass du Kisten übereinander stapeln kannst später im Spiel. Sehr gut. Denke ich dran. Was jetzt? Auslieferung fertig. Geh zur Tür und drücke. Nee. Alter. Der LMG Bakery. Alles klar. Ready. Gib Gubi. Hui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, ab geht es. Alter, ist das eine schwammige Geschichte hier. Kannst du dir nicht ausdenken? Okay, da müssen wir genau hin. Gib Gummi. Da, 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 der grüne Fleck. Di, 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 di. Uitsch. Rückwärtsgang. Eins, zwei, drei Minuten, Bakery, wir sind da. Stopp. Alter, er hat aber auch einen Bremsweg, ey. Da, 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 da. Liefern, stopp. 100% glücklich, die sind total zufrieden. Vergammelte Brötchen haben sie auch mitgenommen. Yeah! Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade deine erste Bestellung abgeschlossen. Vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Es wird für deine weitere Zeit als Bäcker nützlich sein. Viel Glück! Neues Spiel? Also, das war tatsächlich alles nur Tutorial. Siehste mal. Und jetzt sind wir hier wirklich erst in unserer Bakery. Sehr, sehr, sehr nice. Also, und jetzt geht es auch ran ans Eingemachte.
Und da haben wir tatsächlich die 5 Minuten Bakery wieder. Die hatten wir ja gerade schon. Diesmal wollen sie 5 Brötchen. Bringt uns 60 Ocken. Das nehmen wir doch gerne an. Bestätigen. Da haben wir jetzt das Rezept. Und wir schnappen uns unsere Schüssel und bauen uns jetzt hier 5 Brötchen zusammen. Wir brauchen 250 Gramm Weizenmehl. Wir brauchen 10 Gramm Hefe. Zack, zack. Wir brauchen 5 Gramm Zucker. Und wir brauchen jeweils 100 Milliliter Wasser und Milch. Zack und zack. Jawohl, erledigt. So, das Ganze kommt jetzt hier wieder in die Knetschüssel rein. Jawolli. Oh, jetzt können wir hier... Könnten wir das einstellen? Nee, ne? So, er mixt das jetzt schön durch. Gleich auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht übermixen. Im Tutorial war es gerade noch egal. Aber jetzt wollen wir es on point, Alter. Jetzt geht es hier um unsere Existenz. 85%. Ich würde sagen, bei 100 kann man schon Ende machen. Zack. Auf 20. Jawohl, raus damit. Und wir formen das Ganze jetzt schön. Schüssel weg. Und nun wird hier geteigt. Wir brauchen Brötchen. Zack. Und zack. Und 5 Stück brauchen wir. Alter. Wie wir das hinkriegen. So. Schön unsere Teiglinge hier drehen. Ah ne, hier so müssen wir. So. Und wir werden schön alles auseinander drehen. Hoffentlich ist das auch alles richtig, was ich hier mache. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist echt ein bisschen tricky hier. Aber ich glaube, wir kriegen das irgendwie mit der Zeit hin. So, dass wir es auch an die richtige Stelle platzieren. Guck mal da drüben. Jawohl. Guck mal, hätte auch 6 Stück machen können. Eins so to go für mich. Wäre doch fair, oder? Zack, so. Luke auf. Rein mit dem Blech. Luke dicht. Und es lübt. Richtig gut. Also ohne Scheiß, bis hierhin schmeckt es tatsächlich. Schmeckt und riecht nach wunderbar frisch gebackenen Brötchen. Wer will denn mehr, Alter? Was für ein Traumjob, Alten. So gehört sich das. So, wir haben hier die Lieferbox. Da schütten wir das Ganze gleich direkt rein. So warm wie es ist. Dann kommen die Brötchen noch wunderbar frisch direkt beim Kunden an. Zack, Ende. Rausholen mit dem Footfinger direkt rein. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, Alter. So, hinstellen, Luke dicht, wird kalt und Abfahrt. Rimm. Da sind wir wieder. Up get it. Alter, das ist auch einfach der wildeste Part. Wir müssen... Ist das da, wo das... Ich hoffe, das ist da, wo die blaue Markierung ist. Da vorne müssen wir hin. Oh, da ist eine Baustelle. Oh, da sind mehrere Baustellen. Ah ne, da können wir auch rum. Ui! Alter, die Karre. Dass das Ding überhaupt läuft, ey. Ei, ei, ei. Warte, gibt's Handbremse? Ja. Yeah. Easy. Alter, wir können einen Dauerdrift machen. So. Ist das hier richtig? Hier sind wir richtig. Und ich fange jetzt schon mal an zu bremsen. Bremsen, bremsen! Rückwärts! Bremse, 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 Bremse. Achievement. Yes. Und Level 2. Sehr gut. Zurück zur Bäckerei. Also wir gehen direkt rein hier. Nächste Bestellung. So, und dann stehen wir wieder jetzt hier mit unserer Schüssel am Regal. Und wir brauchen für 2 Brote 1 Kilo Mehl haben wir. Wir brauchen die 400 Liter Wasser, 400 Milliliter. Wir brauchen 200 Milch. Wir brauchen, da müssen wir mal kleiner stellen hier, 10 von der Hefe brauchen wir, nee, nicht 10, wir brauchen 12 Hefe. Zack. Und wir brauchen 10 Zucker. Haben wir. Und dann brauchen wir noch 14 Salz. 14 Gramm. Ob das wirklich solche wirklich realistischen Backmengen sind, sozusagen? Sind das realistische Zahlen von Rezepten? Bist du Bäcker?
oder kennst dich damit aus? Schreib mal gerne unten rein, ob das wirklich ein klassisches Rezept ist, um daraus einen Brotteig zu machen. Mit der Menge an Flüssigkeit, Mehl, 14 Gramm auf 1 Kilo Salz und Zucker, ein bisschen Hefe. Macht man das so? Würde mich echt interessieren. Ich würde das tatsächlich nachbacken. Ohne Scheiß. Rein damit in den Mixer. Ab geht er. Und wir müssen 30 Sekunden einmal schön alles durchkneten. So, Endspurt und fertig. Reicht, genug geknetet. Raus mit dem Teig. Und es wird alles schön aufgeteilt. Teigbrett abgedeckt. Wir wollen... Okay, ich glaube, es ist einfach falsch benannt. Wir nehmen einfach das. Zack. Schön alles ausgewalkt. Jawohl. So, da sind die kleinen Teiglinge. Schön irgendwie zusammengeknetet. Einmal, zweimal. Ofen auf, rein damit. Klappe dicht. Ja, schön golden durchbacken. Genau. Und fertig ist es tatsächlich schon. Raus damit, ab in die Lieferbox. Zurück damit. Und ich sehe gerade, da oben in der Ecke steht ja dann auch noch eine Zeit neben der Kohle. Machen wir mal eben wieder dicht. 6 Minuten haben wir noch ungefähr Zeit für die Lieferung. Ab geht es! LMG Bakery! Hey, ab geht es! So. Oh, da vorne ist direkt wieder eine Baustelle. Das ist ja tricky hier in der City, Alter. So, wir brennen direkt durch. Wir müssen rüber bis in den anderen Stadtteil. Alter, ohne Scheiß, ey. Zu wild. Zu wild. Aber da sehe ich mich auch in so einem Bakery-Wagen, ey. Das ist genau mein Style. Schön mit so einem Scirocco-Alten. Schön. Karre hinten voll mit zwei Brötchen oder Broten. Und dann fährst du direkt erstmal zum Kunden ausliefern. So gehört sich das. So, warte mal. Fahren wir hier oder fahren wir dort? Ich hocke hier gerade schön mehr vor der Minimap. Man sieht das, glaube ich, so ein bisschen. Genau. Die nächste. Hoppala. Elegante Ecke. Ja, ja. Müssen wir tanken? Oh, wir haben, es gibt einen Abschleppdienst. Es gibt, weiß der Geier was? Es gibt eine Map. Hoppala, abbiegen. Ich sehe aber noch keinen Tank irgendwo, oder? Und ich glaube, ich muss tatsächlich, ich muss gucken, von der Zeit her. Wir hatten ja gerade 6 Minuten Zeit. Jetzt sind es nur noch 4. Also die Fahrzeit muss man echt immer gut mit einberechnen. Alter, ey. So, nach vorne soll es schon sein. Sieht ordentliche Gasse. Ja, ja. So, was, wie war das jetzt mit der Bremse? Alter, so gehört sich das, ey. So wird gebremst. Abgeliefert. Na komm, für einen Hunderter kann man mal zwei Brötchen ausliefern, Alter. Kretsch. Ing. Und Level 3 auch noch gemacht. Und da sind wir zurück hier in der Bäckerei. Also, das hat doch schon mal super geklappt. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es weiter mit den Aufträgen. Wir schauen hier auf jeden Fall noch einmal rein in das Game. Macht auf jeden Fall schon mal Bock bis hierhin. Wenn es dir auch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.